Okay. So, da müssen wir jetzt zurück. Paul hat seine Katzen gefüttert. Ja. Aber ich. Und wir haben jetzt eine Strategie überlegt. Ich nehme jetzt die Sniper und die Schrot. Wo sind die Schrot? Schrot liegt hier nicht. Nein, bloß die Gegner lassen richtig auf Schrot hinfallen. Wie stellen wir denn das Geschütz? Ich glaube. Ich mach das, komm. Ich krieg doch dann meine Waffe wieder, oder? Ja, klar. Dann nehme ich die jetzt. Komm. Boah. Ich hätte vielleicht nicht vorrennen sollen. Also, also kurz zur Strategie, wir wollten es so machen. Ja, jetzt hast du das Geschütz gestellt, ist aber egal, das ist ja nicht schlecht. Nimm mal das Geschütz mit und stell es hier rein, ganz hinten. Wenn du jetzt noch. Also, kurze Strategie. Auch wenn ihr wahrscheinlich schon noch weiter da rein. Noch weiter, ja. Auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich schon die Handy über den Kopf zusammenschlagt, weil wir so oft failen. Aber wir haben uns jetzt wenigstens noch eine Strategie überlegt. Wir wollen es so machen. Wir lassen die hier erstmal herkommen. Bisschen. Rechts. Killen die. Ja, ich. Killen die von hier aus. Damit die uns die. Damit schön deren Waffen hier liegen. Dann können wir die immer nehmen. Und. Oh. Ja, ich kann nicht mal rausgucken. Okay, einer schon mal hier rein. Wow. Ja, warte jetzt mit der Sniper, wenn die hier reinkommen sollen. Oh. Was machst du denn da? Komm mal hier in die Ecke einfach. Ja, da steht das Geschütz. Dann möglichst nicht, dass wir uns selber töten. Warte, ich tue jetzt mal ein bisschen vor das Geschütz. Da komm gleich. Wenn die jetzt hier eine Granate reingeschmissen haben, sind wir tot. Haben sie nicht. Ja, so ist gut, so ist gut ganz gut. Boah. Leute, wie konnten sie hier sterben? Ich weiß nicht, von hinten steht irgendwie einer. Ach, da rechts. Ich habe auch das Problem, ich sehe die Gegner teilweise gar nicht. Auch wenn ich sehe, von wo das Mündungsfeuer kommt, aber die können mich trotzdem an. Da kommt wieder eine Granate. Wo sind die? Die war nicht bei uns. Oh. Ja. Emot aktiviert. Komm, lass mich hier reinkommen. Oh. Warte, ich stelle das Geschütz mal rein. Alter Vater. Warte. Oh. Bald erstmal die Sniper. Naja, ich schieß damit nicht. Wir dürfen vor allem nicht den Fehler machen und den Raketenwerfer so holen. Lass ihn reinkommen. Ich hab den schon mal angeschossen. Sehr gut. Da kommen zwei rein. Am Auto, draußen bei der Tanke, liegt eine Raketenwerfer. Ach, das ist ja eher für mich. So. So, leg sich mal dahin. Finde die KI irgendwie voll witzig. Wieso blöd sind, wenn die reinrennen einfach mal. Lol. Ich finde dich noch lustiger, wie du so blöd bist und von dir töten lässt. Oh yeah. Aber ich muss mal ganz kurz rausrennen, der hat hier doch Raketen. Lol, ich habe zu viele Raketen mehr vorbei. Soll ich jetzt die Sniper einsetzen? Ja. Lass trotzdem noch ein paar dann hier rankommen. So die letzten. Ja, ich werde sowieso die Ruhe kriegen, ist ja klar. Mit der Intervention ist recht nicht. Ich klette mal hinten aus dem Fenster raus, ja. Weiß nicht. Kommen die von links oder was? Ah, die kommen von links. Also ja, gerade kommen sie von links. Also was ihr nicht sehen könnt, wir haben Moment. Ich habe 4 Raketenwerferschüsse bei und damit wir den Heli auf jeden Fall geil, ja. Ich wollte sagen, bis sie von links reinrennen. Okay, da kommt einer, warte. Den lass mal reinrennen. Ja, ich probier. Der hat eine Flash geworfen. Leute, jetzt kommen da hinten richtig viele. Ja, ich weiß, das ist immer so. Ich find's halt ein bisschen scheiße, wenn man keinen Hitmarker bekommt, war. Ah, das ist ein bisschen kacke. Hinter uns ist einer.
Die sich immer so an uns verbeißen, ja. Ah, wir merken das vor allen Dingen nicht. Aua. 10 Feinde musst du noch finden. 9. 9. Komm mal durch lieber um die weiter hinten. LOL, schieß hier mit Raketenwerfer rein. Alter, die sind schon wie die Typen online, aua. Das sind dann in Wirklichkeit Online-Typen. Ja. So viele Leute spielen Backstreet Ops. Die respawnen immer. Oh, von hinten. Aua. Warte. Ich glaube, vorne sind doch keine mehr, habe ich so das Gefühl. Ah, doch. Oh! Oh oh, Bullseye! Der hat die. Das war eine gebrochene Granate, Alter. So. Ich überlege, ob ich mir noch ganz kurz die Schnellschuss-Sniper hole. Um dir gleich zu helfen. Ja, ich wollte jetzt für zweite Woche wechseln, die Sniper-Munition nicht verbrauchen. Naja, mach. Krieg mal zu mir. Zwei noch. Und liegt dir genau bei den Eiern. Oh, von hinten. Lol. Oh, ich verreck einmal und du bist sofort tot. Okay, gleiche Taktik wie eben. Ja, wusste ich jetzt auch noch eine Sniper mitnehmen. Soll ich jetzt die Schütze nehmen oder nicht? Ne, ja, nimm das mal mit, aber stell sie wieder in die Ecke. Sonst müssen wir jetzt nachher holen. Schön, dass du schon reingerannt bist, aber egal. Ja, brauchst du immer so lange, das ist nicht mein Problem. Ja, ich hab ja noch gewartet auf deine Antwort. So, und jetzt lassen wir die hier komplett reinrennen. Ich steck einfach den Eingang da ab. Ich steck hinten rein. Ab. Ich hoffe mal, die denken auch so, oder die sind auch so nett und kommen doch. Ja. Schön campen jetzt hier, sagst du. Ja. Aber wir haben ja auf da läuft schon einer hinten lang. Die Zeit geht ja auch nicht rückwärts. Oh, das ist ein Held. Natürlich, ich bin schon am Headgut, schon nicht. Trotzdem, Alter. Ich hab wieder wieder zurückrennt, der Typ. Sie machen Fortschritte. Ein Viertel ist schon geschafft. Ein Viertel ist schon geschafft, Mama. Lol. Oh fuck. Oh fuck. Alter, ich komm mal in den Sniper. Hier nicht mal durch die Sniper. Ah, stimmt. Mit einem blöden. Ja, jetzt kommen die hier bestimmt rein. So wie Sniper nehmen. Ich habe jetzt auch auf viel zu große Distanzen immer mein Sturmgewehr benutzt. Boah, was ist das? Ja, okay, lass die mal ankommen. Die rennen noch hier bestimmt rein, bleib. Bleib mal so hoch. Mal weiter zurück, komm mal weiter zurück. So, die können auch da vorne. Alter. Alter, lass hier auch reinkommen. Lol. Nice. Sehr gut. Alter, willst du mich eigentlich verarschen, Leo? Boah, Mann, ey. Sorry, Paul. Alter. Nochmal. Was machst du denn die ganze Zeit? Aua, aua. Ja, ja, schieß hier nur. Alter, die zerstören die ganzen schönen Melonen. Das ist Melonen. Boah, Alter, was weg? Ich will nicht schießen. Niemals.
Mann, da hinten. Warum? Alter. Ich will jetzt mal herkommen. Hä? Lol. Hä? Jetzt rennen die da alle ins Haus. Wie geil. Und Granate rein, oder? Anna. Lol. Hier, wenn man von hinten kommt. Hier ist noch ein zweites Haus, in dem wir uns verkämpfen können. Oh, cool. Hier steht auch ein fettes Maschinengewehr. Oh, hier ist noch ein zweites Geschütz. Oh, danke, dass du mir im Weg stehst. Wow. Lol. Ich sehe nichts mehr. Du hast mich nicht echt von dem Typen niederknüppeln lassen gerade. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich hab nur voll geflasht. Merk ich nicht. Ja, okay, das mit dem fetten MG kannst du ein bisschen was reißen. Hallo, ich möchte mal das MG aufnehmen, ist das so schwer? Du musst ja schon ein bisschen beschützen. Nice, sehr gut gemacht. So. Kackmission hier, Alter. Du stirbst so. Wir sind ins zweite Haus, ja. Warte, ich hole da nur das andere Ding. Das andere. Hallo. Nicht scheiße, Mann. Du stehst da schlecht. Und. Es geht nicht. Jo, Mann. Machen wir es gerade off-record? Frage 2. Nee. Nee. Ja, wir sind tot. Nice, beide Geschütze. Ne, nur meins. Ey, ist das eine Drecks-KI, ganz ehrlich. Fickt euch. Das war eigentlich richtig schlau, aber ist mir so egal. Sie machen Fortschritte. Ein Viertel ist schon geschafft. Oh yeah. Wieder getötet. Oh Leute. Da lebt er noch. Und bei dem komischen hier Thermalvisier, ne? Ich verstehe gar nicht, warum. Da so eine Einkehr, also eine praktisch immer so ein, wie bei Battlefield beim 12-mal Zoom, boah, da steht da 50, 100, 150. Keine Map in Call of Duty ist so groß, dass du das brauchst. Ja. Da ist gerade einer rein. Und die müsste ich eigentlich erwischt haben. Ja. Vier sind übrig. Noch drei. Ist das langweilig? Zwei sind übrig. Ja, dann stirb seltener, dann hätten wir es schon längst geschafft. Jetzt die Geschütze oder was?
Hm?